Jo Freunde, ich habe einen neuen Teaser für euch und zwar offiziell von Fortnite für das Live-Event und dann auch für die Season 8 und ja, was ich noch für Infos habe, das gehe ich mal für euch durch hier und zwar, wir fangen mit dem ersten hier an, das ist einfach gerade aufgetaucht bei Twitter, denn Epic und Sony haben zusammen das Fundament geteasert in einem Showcase von einem Film hier und das Ganze, man sieht es hier, das Fundament und hier ein bisschen rechts, so sieht man es nicht, hier sieht man es nochmal, also wir können jetzt demnächst erwarten, dass wir halt ein paar Infos kriegen, was mit dem Fundament passiert ist, wenn Epic das schon hier bei einem Sony Showcase ganz groß teasert. Richtig, richtig nice Sache. Das auf jeden Fall die erste Sache. Dann die zweite Sache, das neue Bild von dem Battle Bus aus der Season 8 wurde auch rausgehauen. Und zwar sieht das diesmal so aus. Es ist ja jede Season ein neues Bild vom Battle Bus. Und meist kann man darauf schließen, was da die nächste Season halt wirklich für ein Thema sein wird. Einfach so an den Farben, an dem Design. Und diesmal sieht man halt hier wirklich viel Rot. Hier ein paar Streifen wieder. Hier unten finde ich so ein bisschen nebelig. Könnte darauf schließen, dass das Ganze irgendwie Wüste sein wird. Aber letztendlich kann man noch nicht genug sagen, was es sein wird. Deswegen, das sind alles nur Spekulationen. Wollte ich euch auf jeden Fall aber zeigen, diesen Teaser hier von dem Battle Bus. Und dann kommen wir zu einem ganz interessanten Teil, denn Fortnite offiziell hier hat einen neuen Teaser rausgehauen und den gucken wir uns mal gemeinsam an. Ist auf Englisch. Ich sage dazu nochmal was kurz auf Deutsch, was gesagt worden ist für die von euch, die es nicht hundertprozentig verstehen. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Dr. Sloan. Part of me is super relieved, and the other is honestly really, really scared for you. I don't trust Sloan. Just be careful. Take care of yourself. Don't count on her to do it. And there's something else. There might be something on that ship that not even Sloan knows about. I want to lead you down a panic spiral, but whatever you think the worst thing ever is, this might be way worse. Ja, und das zu dem Teaser jetzt zum Operation Skyfire Live Event und vielleicht dann auch ein bisschen schon Season 8. Was gesagt worden ist, eigentlich relativ easy. Die Stimme, die hier spricht, sagt einfach, dass sie Dr. Sloan nicht traut. Und das auf dem Raumschiff, das wurde hier There's Something Else. Auf dem Raumschiff oder generell, was die machen wollen, da weiß selbst Dr. Sloan nichts rüber, was auf dem Schiff ist. Und das, die Stimme möchte halt keine Panik verbreiten, aber sie weiß, dass das, was da drauf ist, schlimmer ist als das, was man sich an ausmalen kann, so schlimm es sein könnte. Also es wird viel, viel schlimmer, als man sich es vorstellen kann. Und hier bricht auch die Verbindung ab. Dann wird es wahrscheinlich schon irgendwie auf dem Schiff, bisschen Ärger geben von dem Teil, was man da sich nicht vorstellen soll. Und das auf jeden Fall zu diesem Teaser. Ich bin gespannt, was da passieren wird. Klingt sehr, sehr interessant. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Und ja, das war's auch erstmal mit den ganzen Sachen. Infos, neue Teaser und wenn es was Neues gibt, dann melde ich mich. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.